Trauert Russland der Sowjetunion nach? Am 27. August 2014, 5 Monate nach der russischen Annexion der Krim, twittert die kanadische Vertretung in der NATO folgende Botschaft an die russischen Militärs. Hier ist eine Karte für alle russischen Soldaten, die versehentlich ukrainisches Gebiet betreten. Seit dem Euromaidan von 2014 und der Amtsenthebung von Präsident Janukowitsch ist die Ukraine Zielscheibe einer beispiellosen Welle von aus Moskau gesteuerten Cyberattacken geworden. Im Mai 2014 unterwandern Hacker die Wahlcomputer. Sie wollen den ultranationalistischen Kandidaten Dmytro Jarosch die Wahlen gewinnen lassen, um somit die Rechtmäßigkeit der Wahlen in Frage stellen zu können. Der Virus wird kurz vor der Bekanntgabe des Wahlsiegers neutralisiert. 1,5 Jahre später wird ein Kraftwerk im Westen des Landes durch einen Hackerangriff lahmgelegt. Fast 100.000 Menschen sitzen 6 Stunden lang im Dunkeln. Im Juni 2017 sorgt der Computerwurm NotPetya für Chaos. Gelöscht werden Daten des ukrainischen Innenministeriums, der Staatspolizei und der ukrainischen Zentralbank. Trotzdem sind russische Internetseiten in der Ukraine sehr beliebt. Kontakt hier, das russische Facebook, steht weiterhin an 4. Stelle der meistbesuchten Internetseiten. Und das nicht nur in der Ukraine. Das russische Internet, auch bekannt als Runet, ist auf Erfolgskurs in der ehemaligen UdSSR. Bereitet Russland wieder einen kalten Krieg vor? Im Dezember 2018 sind Vkontakte und Odnoklassniki die beliebtesten sozialen Netzwerke in 11 der 15 ehemaligen Sowjetrepubliken. Schleicht sich 30 Jahre nach dem Zerfall des Ostblocks die UdSSR langsam wieder über das Internet ein? Ein Rückblick. In den 80er Jahren liegt die Sowjetunion in den letzten Zügen. Trotzdem versucht sie weiterhin, ihr eigenes Netz aufzubauen. Demos. Währenddessen wird das Internet zu dem Netzwerk für Wissenschaftler weltweit. 1983 erhält Anatol Kliosow, Forscher der Biotechnologie in Moskau, eine Einladung der UNO zur Teilnahme an einer Computerkonferenz. Er ist der erste Bürger der UdSSR, der im Netz landet. 1990 verbindet sich dank dem ersten Internetprovider der Sowjetunion, RELCOM, die UdSSR erstmals mit dem Rest der Welt. Die Verbindung erfolgt über einen einzigen Computer, nämlich den des Forschers Alexei Soldatov, glücklicher Besitzer einer direkten Telefonverbindung zur Universität Helsinki in Finnland. Eine Seltenheit in der UdSSR. Beim Zerfall der Sowjetunion 1991 hat RELCOM 800 Abonnenten. Zum Vergleich, zur gleichen Zeit nutzen 6 Millionen Franzosen den Online-Dienst Minitel und 80.000 surfen bereits im Internet. Die UdSSR gibt es nicht mehr, doch in den Köpfen bleibt der eiserne Vorhang bestehen. Die Russen misstrauen der Vormachtstellung des Westens und das Silicon Valley interessiert sich kaum für den russischen Markt. Bingo! Der Weg ist frei für die ersten Startups made in Russia. 1997 geht Yandex.ru online und wird zur ersten Suchmaschine Russlands. Seinen Erfolg hat Yandex auch der Tatsache zu verdanken, dass die gesamte Infrastruktur der ehemaligen Sowjetunion veraltet und stark zentralisiert ist. Doch 2005 wird das Glasfaserkabel TEA, das dem Streckenverlauf der transsibirischen Eisenbahn folgt, in Betrieb genommen und verändert alles. Russlands Internetverbindung ist endlich gut genug, damit seine Einwohner mit dem Rest der Welt kommunizieren können. Auch die UdSSR-Nachfolgestaaten haben jetzt Zugang zu den Autobahnen der Information. Dabei ist festzuhalten, dass Russland durch TEA zum schnellsten Weg wird für die Internetverbindung von Europa nach Asien. Kasachstan und Kirgisistan, um nur diese beiden zu nennen, sind zwar schon lange nicht mehr Teil der UdSSR, aber Russland kontrolliert weiterhin die Internetzugänge dieser Länder. Eine Machtposition, die Kollateralschäden mit sich bringt. Bis 2008 ist Georgien mit dem Rest der Welt über ein Kabel verbunden zwischen Poti und Sotschi. Damals haben nur 10% der Georgier Zugang zum Internet. In Tiflis macht man sich keine Sorgen. Doch im August 2008 kommt es zum Kaukasuskrieg zwischen Georgien und den Separatisten aus Südossetien. Russland mischt sich ein und unterstützt Südossetien. Russland beginnt mit seinen Cyberattacken. Auf der Internetseite des georgischen Parlaments sehen die Internetnutzer eine Fotomontage, die ihren Präsidenten mit Adolf Hitler vergleicht. Später bombardieren die Russen dann Mobilfunkmasten, um Georgien vom Rest der Welt abzuschneiden. Doch Georgien lässt sich nicht unterkriegen und nimmt im November 2008 eine neue Glasfaserkabelverbindung in Betrieb. Dieses Mal zwischen Poti und Baltschik in Bulgarien. Gleichzeitig holt sich Tiflis zur Abwehr von Cyberattacken Hilfe von Estland,
einem weiteren ehemaligen sowjetischen Satellitenstaat an der Ostsee. Estland wurde 2007 durch einen Internetangriff von einer kremlnahen Organisation lahmgelegt. Tatsächlich versucht das Russland von Wladimir Putin seit Jahren alles, um sein Revier zu verteidigen. Und nutzt das Internet als Massenverunsicherungswaffe. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Juli 2018 verkündet Russland, ein neues DNS, also ein Domain Name System, geschaffen zu haben. Anders gesagt, ein eigenes Telefonverzeichnis des Internets, mit dem Russland sich online von allen anderen abschotten kann. Gleichzeitig will Russland einen neuen Block schaffen mit den BRICS-Staaten, die zusammen 1,5 Milliarden Internetnutzer haben. Habt ihr den Durchblick? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr wollt, abonniert den Arte-Kanal auf YouTube.